es lang werden kann. Keine Ahnung. Die sind erst bei Part 3 so. Zumindest so gelandet. Ich kann ja auch nicht sehen, wie viele Parts die haben. Profan, frag nach. Nein, ich hoffe, es ist somit. Wie viele eigentlich? Wir spielen zu dritt. Und das muss ein kostenloses Spiel sein, das wird das Schwierigste. Oh ja, Draschspiel. Eine hohe normale. Mach irgendein Online-Spiel. Wir auch nicht. Erdbeben. Bad. Irgendein Spiel, das richtig aufregt. Kaisu Mario? Kenn ich nicht. Kaisu Mario ist das schwerste Mario-Spiel, das es gibt. Kenn ich nicht. Musst du mal Let's Plays davon ansehen. Warum habe ich das nicht kommen sehen, Top-Genesung? Keine Ahnung. Zumindest solange es bei diesem Pokémon einsetzt. Ist mir egal. Ich glaube, es auch nur zweimal, ne? Doppelkick. Trifft immer zweimal. Warum habe ich einmal zweimal getroffen? Du triffst aber auch zweimal. Ist so. Brauchen wir das doch nicht schreien. Doch. Gut, ich habe jetzt das erste Pokémon ist besiegt. Ja, und nur einmal getroffen. Ja, aber auch weil du da nur einen brauchtest. Ja. Wenn du jemand umbringst, trittst du ihn auch nicht nochmal ein. Okay, vielleicht schon, aber. Also ich spreche nur aus Erfahrung, ne? Ja. Feuerfee. Ich meine, ich bin jetzt ja 14 geworden und da darf ich sowas ja nicht mehr machen, aber davor. Ne? Ja, das ist so richtig rangehauen. Ja, ich muss das echt ausnutzen. warum muss ich meinen Gegner unbedingt eingrammen? Warum ist es schneller als ich? Weil es besser ist. Ja, mach natürlich einen Wunsch. Ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Was ich mich frage, das Viech kann keinen Sandsturm, hat keine Sandsturmform. Wie wird das denn aussehen? Ja, ist egal, aber das wäre cool, sicher. Genauso wie bei Ice mit neuen Welt, ne? Ja. Ja, sozusagen. Nur sandiger eben. Ja. Gut. Das ist alles so verkörnert. Also. Runde 2, Doppelkick gegen Schauflau. Nein, gegen die Luft. Ich hab keinen Bock mehr. Zurück. Bingo. Warum Bingo? Weil es ein Flug-Pokémon ist. Ach so, okay. Ja. Das ist ein Grund. Heil ich nochmal voll. Die 91 KP habe ich mal schnell voll geheilt. Und tot. War das nur 97? Ja, 97. Ja, schon. Scheiße, ich spiel nicht mich aus. Jetzt schrei Aua! Aua! Double! Oh mein Gott, eine Faust! Die Faust Gottes! Ja, the ultimate fist! Ja. Jetzt treffe ich wahrscheinlich nicht, weil er sicher ein Schaufler oder so ein Scheiß ansetzt wieder. Was sag ich? Ja, die sind nicht mehr so doof wie früher. Ja, so also der vierte Minute. Drachen sind wirklich die schlimmsten gegnerischen Pokémon, wirklich, finde ich. Ja, sind sie doch. Wetten, er macht einen One-Hit. Nee, doch. Wow. Ich habe die Ehre, nicht One-Hit zu gehen. Ja. Und das ist noch nicht das schwierigste Pokémon. Ich bin aber Level Up. Jetzt müsste ich eigentlich einen neuen. Du schaffst es eigentlich doch schon 60. Nee, glaube ich nicht. Drachenpokémon geben aber auch viel Erfahrungspunkte. Gegen Flugdrache, was wäre das sehr effektiv? Eis. Nein. Rotalanda, was habe ich da immer eingesetzt? Ich weiß es nicht. Ich hab Amnesium. Amnesium hast du immer eingesetzt. Ich habe Garados eingesetzt. Und dann Eiszahn. Stimmt, ist ein Drache. Drache ist immer noch. Das ist jetzt. Aber Brutalanda hat auch starke Feuerattacken, deshalb konnte ich nicht nie Arctos einsetzen. Es war Arctos, aber One-Hit-Karte. Ja, okay. Diesmal bin ich glücklich, dass ich nicht anfange.
Aber natürlich macht er fast One-Hit, aber... Immer. Ja. Sehr schlecht sieht das aus. Ich würde vielleicht entweder Pokémon wechseln oder... Oder mal mit anderen noch was suchen. Ja. Aber Feuer bringt es ja auch nicht wirklich. Autsch. Wie viel kommen denn jetzt noch? Ich hab nicht. Das ist jetzt der vierte. Okay. Er ist jetzt auf jeden Fall fliegen ein. So schlagen schätze ich ihn mal ein. Dürre, erstmal will ich es fast so nicht dran haben. Soll ich doch fliegen? Nee. Das wäre wirklich. Einfach ein schwaches Pokémon wieder beleben für belebbar und so. Ja. Ich bin eh langsamer, Mist. Und meine Feuerattacke ist ein bisschen stärker. Wow, er kommt mit. Er kommt mit. Eine Feuerattacke an. Mein Viech brennt. Und seins auch. Das ist der ein. Oh. Fällt ein, wir haben Sonntag draußen. Ganz spontan. Feuerattacken werden versteckt und die Wahrscheinlichkeit zu brennen auch. Oh, ich mach mal einen schönen Top-Gewisse. Ist nicht ja, so. Trotzdem, er kommt jetzt wieder mit einer Feuerattacke. Nee, mit einer Attacke. Boah. Das geht gar nicht. Jetzt heilt er sich noch ein bisschen. Aber zum Glück Brennschaden und so. Brennschaden sei Dank. Ach, Butterlander hat Erholung. Genau, das war's. Wehe, wehe. Warum stirbst du, Scheißvieh? Ich wette, Brutalander hat Erholung, dann noch irgendeine Beere, die ihn wieder auf. Nein, hat er nicht. Er hat schon eine Beere gefressen. Achso, oh. Ich habe eine Beere gegen Gift drin. Hätte ich eigentlich ändern sollen. Ah, bringt es dir sehr. Doppelkick einfach. Jeder 20 spielt nämlich mit Gift. Oder jeder 20. Zumindest spielen die häufig mit Gift, Pokémon. Jetzt muss ich auf Beleber umsteigen. Wir sind noch nicht beim Champ. Ich hoffe, dass das Viech hatte schon Top genesen eingesetzt. Ja, aber nur ein. Ja, sonst musste nachher wieder irgendeine starke Attacke machen. Oder eine stärkere als Double Kick. Ja, ich muss auch. Das Schlimme ist ja, ich muss ja noch schneller sein als der. Ja. Ich werde als nächstes Gordon noch wieder beleben, damit er... Oder hast du irgendeine Attacke, die trifft, auch wenn er in der Luft ist? Ja, das ist ja das Problem, habe ich nicht. Ja, jetzt wird er auf jeden Fall Top genießen und einsetzen. Wenn er einen hat, will er jetzt Top genießen einsetzen. Erstens ist sein Pokémon noch im roten Bereich. Und? Nee. So muss ich... Jetzt ist es ein Zeitspiel mit dem Pokémon nur noch. Ja, oder er setzt jetzt... Das wäre mies. Statt dass ich wieder belebe, werde ich das hier hochheilen. Einfach nur falls du. Ja, für mich. Nee. Nee, gut. Das ist gut, das ist praktisch. Jetzt geht sein Viecher down, jetzt kann mein Logok die ganzen Erfahrungspunkte kriegen. Ja, das Viech muss noch... Oh, schon 45 Minuten. Ja. Ich wusste, dass... Der wird auf jeden Fall anstrengend sein. Schon 25 Na, Minuten. Hä? Habe ich das Viech nicht schon besiegt? Ja, hast du auch. Hat er das zweimal? Nein. Egal, das hast du schneller besiegt als... Utalanda. Ja. Juhu. Überraschung. Es hat noch ein Pokémon, das ich nicht mag. Team Sucht das nicht. Ich belebe jetzt einfach. Ich nutze die Chance und belebe meine ganzen Pokémon wieder. Ich würde ihn erstmal brennen lassen. Ja, aber es ist wichtiger, dass ich meine Pokémon jetzt so frisch habe. Wenn das Viech stirbt, das Viech kriegt er jetzt nicht so schnell down. Guck, Feuer oder zieht kaum was ab. Ja, Volltreffer. Volltreffer tot. Jetzt sind alle meine Pokémon wiederbelebt, das ist gut. Jetzt kann ich mit Doppelkick... Welcher Attack war sehr effektiv auf ihn? Doppelkick war eigentlich stark, oder?
Ich weiß es nicht mehr, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Ja, ich hoffe einfach, wir treffen. Ach nee, das Viech hat die ganze Zeit Schaufler eingesetzt. Wir konnten es kaum treffen. Ach ja, das war das. Ja, das kann wohl kein Schaufler. Sonnenlicht ist immer noch aktiv. Feuertanks sind immer noch verstärkt. Nee, jetzt ein Top-Genesung. Wir haben noch 20 Top-Genesungen. Wir sind schon beim Champ gleich. Wenn wir jetzt nicht so viel verlieren, ja, dann ist es perfekt. Dabei. Na ja, klar. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner Top-Genesungen irgendwie bei den. So, die haben so bestimmte Pokémon, die Top-Genesungen tragen sozusagen. Ja, dann. Genau. Ja, jetzt gehen wir einen Attacken daneben. Oh, zweimal Sandwirbel, ich muss wechseln. Ein Sandwirbel war schon schlecht. Erstmal brauche ich Groudon wieder. Groudon kann jetzt die Genauigkeit ein bisschen senken. Hitzekoller. Senken wir mal den Spezialangriff ein bisschen. Komm, treff. War klar. Haha. Komm schon. Ist Drache eigentlich immun gegen Boden? Ich versuch's. Das weiß ich nicht. Hab ich keine Ahnung. Ich versuch's einfach mit Erdbeben, weil Erdbeben. Ja, wusste ich doch, hat Fähigkeit Schwebe drauf. Aber hat nicht jedes. Ja, deshalb. Habe ich noch irgendwas, was ich einsetzen kann? Belebbar? Nein, Hyperball? Nö. Pff, einfach ein Pokémon geben. Nein, ein Gift. Echt? Ne. Setze ich einfach Stützer ein. Irgendwie klar, dass ich jetzt down geht. Das klingt voll scheiße. Wenn der Gegner einmal mehrmals Sandwirbel hintereinander einsetzt, trifft das Pokémon nie wieder. Auf keinen Fall. Aber der Doppelkick einigermaßen Schaden macht. Ja. Siehst du schon einmal Sandwirbel, jetzt treffe ich schon 12. nicht mehr. Okay, aber ich mache trotzdem genügend Schaden, um ihn down zu machen. Ich habe Angst vor dem nächsten Pokémon. Muss ich ehrlich sagen. Altaria. Okay, kann ich verstehen. Es ist Flugdrache, wenn ich mich nicht täusche. Aber, nee, Eisattacken hast du auch nicht. Nee, hab ich auch nicht. Ich hatte ja Arktus Eisstrahl, alle waren weg, sofort. Ja, das ist jetzt das. Drachen-Pokémon waren eigentlich bei mir noch nie ein Problem, nicht so richtig. Ja, du musst das anders verstehen. Ich habe ein Race. Ich habe nicht trainiert. Ja, nur bei mir war es eigentlich schon geil, als ich Garados hatte. Und zwar, der Champ hat ja bei Soul Silver auch Glurak. Ja. Da habe ich einfach Surfer eingesetzt. Was komisch ist, Glurak ist noch nicht mal zum Drachen-Pokémon. Ja. Aber finde ich eigentlich besser so. Gut, Alter, setz Bodycheck ein. Das hilft uns. Los, Gordon. Erstmal die Feuerattack ein bisschen stärken. Und dann Feuersturm. Überlebt die Attacke, danke. Ja, gut. Ja. Du hast die Attacke zumindest überlebt. Ich hab nur noch 18 Top-Genesung. Ja. Ich hab keinen Bock, den Typen nochmal zu machen. Oder alle Typen. Ja. So, ist außerdem auch sowieso nicht so gut. Alleine für die Zeit, weil wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in der Pokéliga. Nee, sogar länger. Ein paar Minuten länger, aber wir haben ungefähr 20 Minuten bis zur Siegesstraße gebraucht. Ja. Also bis nach der Siegesstraße so. Ja, bis zur Liga hin und dann haut hin. Jetzt erhöht er die Angriffskonstanz seines Pokémons so hoch, dass er alle meine Pokémon gleich one-hit-tippt. Oder ich verbrenne ihn einfach. Dann ist es nur noch ein Zeitspiel.
Jetzt ist mir. Aber Zeitspiel ist sowieso nicht so gut. Nee, aber ist mir lieber als jetzt wirklich down zu gehen. Okay. Guck. Ja, das nächste Runde ist er weg. Ja, wenn er kein Top bin. Oder sogar ein Dieser. Dieser. Super. Siehst du? Ja. Jetzt sind wir schon beim Champ. Was? Der eklig aus. Ja. Jetzt noch einmal. Jetzt noch Gordon wiederbeleben, dann sind wir fertig auch mit dem Beleben erstmal. Obwohl ich brauche Gera, das muss ich auch wieder beleben. Ist besser alle Pokémon im Team. Aber ich würde. Was ist das letzte für einer? Was sieht? Das Ding Gera, das ist mit dem. Ach, ich muss ja. Nein, ich meine jetzt der Chen. Gestein, Stahl. Also Feuertacken. Okay. Gucken, ja, ich würde sagen Feuerfeger, eindeutig Feuerfeger muss ich hochbringen. Ja, da kannst du noch 2-3 Mal einsetzen. Da insgesamt einmal, aber in den Top-Ether lohnt sich dafür eigentlich nicht. Hab nur 10. Ja doch. Jetzt lohnt es sich schon. Ja, jetzt habe ich nur noch Beleber und Top-Genesung. Und ich kann hier aber nicht. Ich würde vielleicht Bruder nochmal heilen. Na stimmt. Wenn er schon gegen Feuer sehr effektiv ist. Einfach nur so zur Sicherheit. Ne? Ja, ist auch mein zweitstärkstes Pokémon. Und den Tacher kann nicht. Das kann nur vor Wasser vor Ems. Das kann Taucher, Surfer und Kaskade. Ja, ich habe mein gehartes Surfer bei lassen. Ich habe alle mit Surfer. Nein, mit Kaskade. Habe ich alle fertig gemacht. Weil Hydro-Pumpe war nicht so gut. Hydro-Pumpe trifft auch voll viel. Nee, auch so. Kaskade ist stärker. Bei Gyarados. Gyarados ist auch ein normaler Angriffstyp. Guck mal, ein Stahlflug-Pokémon, ist das nicht schön? Ja, super. Hab ich nie gesehen, das Pokémon. Ja, ist nicht so, als ob das aus der zweiten Generation ist. Ja. Ey! Du solltest eigentlich sterben. Jetzt überlegen. Ich setz Blut ein, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Aus Schlechtheitsgründen. Ja, aus Schlechtheitsgründen. Ja. Ja, zweimal Blut reicht. Gucken wir mal, wie viel Blut abzieht. Siehst du? Ja, habe ich einen Feuerfeger gespart. Oh, sehen wir, der war sehr sparsam. Ja. Ey, ich habe das nur noch 10 Mal und ich kann keine APs mehr regenerieren. Und er hat nur noch 5 Pokémon. Ja. Feuerfeger, Bats. Ein Volltreffer. Volltreffer sind immer gut. Ja. Ja, ich werde ja 5 Minuten brauchen wir noch. Wow, jetzt kommt Tunnelziehen. Oder? Nee, das dauert zu lange. Moment. Musst du die Credits? Nein, ab den ich den besiegt habe, wenn es gespeichert wird. Achso, okay. Ja, ist dann vorbei. Ja, die reden viel, das ist scheiße. Ja. Aber du musst das anders vorstellen. Das passiert jedem. Ja. Da kann ich auch nichts reinholen. Okay, stimmt auch. Na, oh. Ja, gut, dass du den Pokémon geheilt hast. Ne, warum Gordon? Nicht. Die schwachen Pokémon kann ich auch noch loswerden. Weil du ihn einsetzen kannst und. Ja, aber ich möchte meinen Pokémon gerne wieder beleben für Notfälle schon mal. Ja, okay. Kannst du loswerden? Ja, okay, meiner ist jetzt down. Down. Gibt's doch ein Lied oder so. Ja. Down. Gut, du hast einen meiner Pokémon ausgelöscht. Feuerfeger. Jetzt. Lebt noch tot. Mein Pokémon kann ich wiederbeleben, dich nicht mehr. Jetzt Beleber. Nils. Ey, müsstest du mir vorstellen, wenn die Liga so einen Beleber hat. Ja, eigentlich voll cool. Zumindest wenn jeder irgendwie einmal Beleber hätte. Oder zumindest der Champ, ne? Ja, danke. Bitte. Dann nicht. So, jetzt müsst ihr gegeben. Ja, jetzt bist du voll der Held und so. Ja. Alle da draußen werden jetzt sagen, oh, du hast ihn voll gegeben. Ja, er hat gegeben. Areras. Hör auf mit Areras. Nein. Das ist sehr effektiv. Wow, ist noch niemals rot.
gibt ja. War das jetzt ein zweites? Ja. Cool. Aber ich glaube, der hat drei. Kann es sein, Feuerfeger einfach mal. Bats. Voll in die. Er sieht irgendwie schon nach so einem Pflanzentyp aus. Ist aber Gestein. Ich glaube sogar hier Wasser, wenn ich mich nicht täusche. Lipomentas ist. Nee, wenn es Wasser wäre, wäre Feuer nicht. Ja, stimmt. Gesteinkäfer. Ja, okay. Was? Geist oder Psycho? Du hast Psycho. Bodenpsycho-Pokémon. Doll. Keine Ahnung, ich kenne das Typ auch nicht. Ist Erde zumindest. Das Ding kommt mir unsympathisch vor. Ah, mir auch. So ist das nicht. Mir ist das Pokémon. Du bist für eine Beleberrunde zuständig. Gerda. Ah, ich meine, bis jetzt liegt es schon ein bisschen besser. Er hat nur noch zwei Pokémon. Ja gut! Du hast noch genug Abgenesungen und Beleber. Also zumindest jetzt für die zwei. Für zwei Pokémon müsste das eigentlich noch reichen. Nein, eigentlich. Gut, jetzt ist mein Stress wieder hochgepumpt. Mein Bruder mag Dunkelheit. Ach. Ja doch, mein Bruder ist Dunkelheit. Schokolade viel zu her. Eigentlich. Okay. Feuerfeger. War ja klar. Muss er jetzt daneben gehen? Das müsste natürlich auch sein. Das war auch klar. Warum nicht? Ja, warum? Ey, wie meinst du, wie lange reden die wohl? 2 Minuten circa, oder? Kann es sein. Ja, cool. Genau, wir machen genau 60 Stunden. Machen wir genau 4 Parts draus. Ne, wahrscheinlich nicht. Wem hat er auch nicht mehr so häufig? Dann halt 3 Parts. 320 Minuten. Ja, würde ich auch sagen. Soll ich jetzt nicht abkratzen oder so? Ja. Er hat wem kommen? Wir machen One It. Ja, ich will echt einmal bis zur Pokéliga halt. Dann irgendwie vielleicht die ersten 2 und bis. Ja, dann die letzten. Kommt drauf an, wie lange du gebraucht hast. Ja. Wahrscheinlich werde ich sogar noch. Ich heil jetzt einfach. Ich warte, bis Erdbeben jetzt weg ist. Volltreffer, 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 hey. Irgendwann ist Erdbeben alle. Ja, zur Top, Alter. Shit. Wie hast du das beim davor gemacht, als du das erste Mal gespielt hast? Da war mein Logo 62. Achso, ja. Auch schön. Das erklärt natürlich vieles. Aber kann trotzdem sein, dass der jetzt noch Level 60 kommt. Ich kommt drauf an, wie viele die gehen. Ja, ich würde sagen, wir würden noch hinhauen. Wetten, der hat noch Psychokinese drauf. Soll ich einfach mal wagen und angreifen? Ja. Feuerfeger. Jetzt, Bats, Volltreffer wanted. Okay. Nein, das dauert. Wäre auch zu schön. Oder wenn seine Attacke mal daneben gehen. Aber Erdbeben ist eine 100er an Genauigkeitsangriff. Ja, trotzdem. Aber Gordon hat von dem theoretisch müsste der mindestens einen Angriff vielleicht, wenn es möglich ist, überleben. Volltreffer tot. Das könnte ich mir aber gut vorstellen. Einfach nur, um mich jetzt richtig ein in die Fresse zu hauen. Antikraft. Nee. Ja, okay. Ah, er hat kein Erdbeben mehr. Das ist cool. Ich würde da trotzdem erstmal heilen. Ja, mache ich auch. Da jetzt kein Erdbeben mehr hat, ist das Heilen etwas nützlicher. Das letzte Pokémon ist sogar noch irgendwie Stein wieder, glaube ich. Jetzt macht Bro dann erstmal. Ich glaube, Lobby kommt nicht Level 60. Nee, müsste Bro dann für sterben. Oder einfach eintauschen. Nee, weil dann teilen sie sich. Ja, stimmt. Das würde nicht mehr hauen. Deshalb. Zumindest das Pokémon würde Lobby nicht mehr bekommen. Nee. Weil er hat ja auch oder fünfmal Antikraft. Ja, dann kommt. Was kommt denn halt ins nächste nach Antikraft? Ich hab keine Ahnung, was das denn drauf hat. Ja, deshalb frage ich mich gerade, was kommt denn danach? Ich kenne das nicht. Oh, Lichtschild! Oh, Spezialverteilung, oh. Zum Glück, dass ich mit normal angreife. Ja.
Aber, ach toll, jetzt erhöht er voll die Verteidigung für sein letztes Pokémon gleich. Ich glaube, ich werde als nächstes mit Feuersturm machen, glaube ich. Jetzt ziehen meine Attacken nicht ab und Feuerattacken. Ist Gott. Klar. Ich habe doch gesagt, er hat bestimmt drei. Das war sein vierter. Oh, wusste ich. Geplant. Ich versuch's einfach mal mit Feuersturm. So. So, er hat mit einem dann. Kein Bock mehr. Er muss nach Hause. Zumindest falsch. Ja. Geht so, ne? Könnte besser sein. Ja, ich greife jetzt ganz tief. Oh, wie sehr wünschte ich könnte jetzt vorspulen. Oh, Volltreffer, das ist so passt sich ja. Wir haben jetzt eine Stunde Aufnahmezeit. Wir sind jetzt schon fast bei der sechsten Stunde angekommen. Ja, sind wir glücklich. Endlich ist das Viech da. Alle anderen haben nur... Oh nein, Lorok wird auch geteilt, weil er im Kampf beteiligt. Ach ja. Ja, trotzdem kommt er nicht mal Level 60. Oder? Wir gucken mal nach. Einfach nur mal nachgucken, ob er wirklich nicht Level 60 kommt. Ich muss sagen. Nee. Unmöglich. Nicht in diesem Leben. Gucken wir, stirbt er, wiederbeleben. Dann vielleicht schon. Double Kick. Let's. Nee. Sieht ja auch aus wie so ein Pflanzentyp. Ja, ist es aber nicht. Das ist ja schlimm, kommt für Strahl. Ich wette, wenn man das erste Mal spielen würde und ich wüsste, was das wäre, würde man Pflanzer denken. Ja, würde ich auch. Habe ich auch immer gedacht. Nicht war das für mich immer Pflanze. Pflanze Gestein, wenn. Komm schon. Feuerfeger, Bats! Da burnt hier die Bude weg. Ich brenne hier die ganze Liga runter ab, wenn es sein muss. Nein, jetzt habe ich mein eigenes Pokémon getroffen. Das schaffst du. Nee, ich setze. Du bist schneller, oder? Erstens, ich bin schneller und bin noch verwirrt. Achso. Okay. Weil dann lass ich es lieber. Ja. Da heil ich dich. Nee. Der zieht eh nicht viel ab. Muss zum Apotheker werden. Ja. Ich könnte die Verwirrung sogar heilen, wenn ich... Oh, ich war nicht mehr verwirrt, ja. Ach, Top Genesis hat ja Verwirrung. Lalalala. Ach, fast. Sicher hätte ich den Moment das mit ihm gerade gemacht. Sicher, ohne Gordons Hilfe. Boah, ich hoffe, ich gewinne. Ich habe keinen Bock, ein Let's Play zu machen von irgendeinem Spiel, das so richtig schwer ist. Oder einfach genervt. Ja, das auch. Ich finde Shogun voll kacke. Shogun, was ist das denn? Das ist so eine Taktik am Spiel. Da musst du so deine Truppen aufstellen und dann... Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, das machen die bei mir, wenn... Ich spiele gar nicht richtig gut. Was? Hättest du was sagen dürfen? Ja, aber ich hasse solche Spiele. Also das wäre bei mir voll kacke. Ach. Wie hässlich der Raum aussieht. Oh. Das ist ein Spiegelraum, also sag mal nichts. Und sieht trotzdem hässlich aus. Ist auch die dritte Generation, nicht wie dein Spiel aus der zweiten Generation. Ey, das Team ist viel stärker als mein Testteam. Mein Testteam hatte viel mehr unter 10 Pokémon. Ja. Speicher das Gerät nicht ausschalten. Komm! Fertig! Juhu! Jetzt könnte ich vorspulen. Oh, ich lasse das mal so durchlaufen. Einfach nur, weil wir es können. Ja, ich... Oh, ey. Wird eigentlich die Spielzeit angezeigt? Ja, irgendwann mal. Oh. So lange spiele ich mal nicht vor. Jetzt kommt wird die Spielzeit eingeblendet. 5 Stunden 33. Geht ja noch. Ja. Jetzt lassen wir noch den Abspann ablaufen. Muss das sein, scheiß Credits, Mann, ich hasse sie. Auch bei Pokémon. Ach, bei Mario Kart. Ich wusste nicht, wie man die wegbekommt, ne? Aber da ist mir eingefallen, dass da ja Plus Start ist. Ne? Da habe ich das einfach gedrückt, sofort was weg, ey. Ich habe mich so aufgeregt. Ja, ich würde sagen,
obwohl das Projekt ein Waste war wirklich, hat mir es trotzdem Spaß gemacht. Zwar hätte ich das sicher ein stärkeres Pokémon-Team gehabt. Ach, sag sowas doch. Hätte ich sicher ein stärkeres Team gehabt. Wahrscheinlich wird da vielleicht von Smart noch ein Let's Play kommen. Gucken wir. Ohne Waze davor. Ja. Nicht Let's Waze, sondern Let's Play. Da werde ich wieder mit diesem großen Namen und alles arbeiten. Wahrscheinlich. Juhu. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Let's Waze gefallen hat. Nein. auf meiner Fail-Skala gab es 3 Stück. Gab es 3 Fails. Ich sag die Fails mal auf. Erster Fail war, ich gehe in die Gesteinsarena, wollte mit Glut alles kalt machen. Was ist? Ich habe kein Glut mehr. Ja. Erster Fail. Zweiter Fail, mein Pokémon ist vergiftet und ich möchte nicht zum Pokémon Center gehen und oder irgendwie heilen, geh durch, ist fast tot, heilt trotzdem. Gut. Der dritte Fail, wow, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Der dritte Fail war dieser Scheiß. Das Spiel angefangen. Ja, ich habe das Spiel angefangen. Das war das Schlimmste. Nein. Und wir lassen mal den Abspann mal schnell ablaufen. Aber die schöne Musik. In 1000 noch was Geschwindigkeit. Okay, das waren die Quellen. Also, bis dahin. Tschüss. Du darfst auch noch was sagen. Haha. Dann ciao. Ciao.